Es ist Abend geworden. Der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns. Am Abend dieses Tages. Am Abend unseres Lebens. Am Abend dieser Welt.
my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And no less love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Kommen Sie hier rüber! Alles ist hier rein. Und durch die Saugleitung in die Schöpfpumpe. Viel ist nicht mehr da. Das ist alles, was wir gefunden haben. Bis jetzt. Und? Was hast du gesehen? Einen Finger im Schlamm. Wie unschön. Was denkst du? Ich dachte, ich kenne schon alles nach 20 Jahren Wühlerei im Dreck. Bist du jetzt sentimental? Wegen eines Fingers? Mal ganz unter uns, Klaus. Hast du auch gelegentlich so ein Ziehen in der Herzgegend? In welcher Gegend? Herz. Nö, eher hier so. Ja, leugne nur. Aber eins ist sicher, wer jetzt kein Haus hat, der baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. So ist es verdammt genauso. Für dich. Ja, lach nur. Ich habe auch gelacht. Damals, als ich alt wurde. Noch nicht, mein Bester. Noch lange nicht. Dass ausgerechnet wir das Salz der Erde sind. Wir, die Sanftmütigen, die Beladenen, die Durstigen und die Hungrigen. Unser ist dafür das Himmelreich. Ist das nicht so? Gut wollen wir sein. Sollen wir sein, reinen Herzens, friedfertig. Aber sind wir bereit, Verfolgung zu leiden, um der Gerechtigkeit willen? Wenn wir das Elend in dieser Welt sehen, beten wir nicht stumm, es möge an uns vorübergehen? Jedem von uns ist das Himmelreich versprochen, auf das wir uns alle so freuen. Da haben wir ein Anrecht drauf. Und was tun wir dafür? Was leisten wir? Seit wann sind denn Belohnungen umsonst? Wir alle fürchten mehr um unser kurzes, unbedeutendes Leben, statt uns zu freuen auf ein unendliches Großes. Na schön. Lasst uns singen. Viel weiter runter, Saal. Das war nicht allzu überlegt, aber natürlich die Möglichkeiten sind auch sehr, sehr gering. War es so schlimm? Sieh ich so aus? Schlimm wird's erst jetzt. Sie wollen nicht mit mir reden? Worüber? Über Ihre Arbeit. Weshalb?
Wollen Sie mir eine Szene machen, den Tag versauen? Oh, diesen Tag lassen wir, wie er ist. Dann reden wir über meine Arbeit. Wo waren Sie am vergangenen Donnerstag zwischen 20 Uhr und 4 Uhr? Im Bett. In welchem Bett? Meinen. Warum fragen Sie? Nur so. Interessiert Sie das? Nicht die Bohne, Sie verschlossene Muschel. Auster mit Perle. Habe ich mir doch gedacht. Darf ich mal sehen? Da müssen Sie ganz tief tauchen, Herr Borowski. Aus diesem Abwasserkanal ausgetreten. Hier, sie hat sich bis zum Fundort auf 21% verdünnt. Bei Menge, Temperatur, Strömungsgeschwindigkeit des Wassers von 30 cm pro Sekunde muss die Substanz in diesen Sektor eingeflossen sein. Das hat niemand einfach in die Toilette geschüttet? Nein, der Kanal sammelt nur Regenwasser. Diese Mengen wurden vermutlich in Tanks oder Fässern transportiert und irgendwo hier in die Kanalisation geklappt. Wir haben gefunden Knochenreste, Zähne, Prothesen und Haare, viele Haare. Löst die Säure nicht alles auf? Es braucht schon eine Weile. Wenn Sie immer schön umrühren oder frische Säure nachgeben? Badewanne. Eher Swimmingpool. Sie brauchen große Mengen an Säure und geeignete Behälter. Also ich würde ein Fass nehmen. Man nehme als Geduld, Zeit und vor allem viel Säure. Richtig? Woher? Die können Sie sich selbst anrühren oder im Fachhandel kaufen. Aber Vorsicht, bestimmte Kunststoffe, Epoxid, Titanium aus Hüft- und Gelenkprothesen, die bisher gefunden wurden, sind säurefest. Schön, das merken wir uns. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Danke. Und immer schön umrühren. Was schlägst du vor? Wir laden Sie zu einem Glas Likör ein. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Und auf den Fluren lässt die Winde los. Oder wir fangen mit den ungeklärten Fällen an. Die Verschwundenen, alle Selbstmörder, die für tot erklärten, die Vermissten. Ich sehe schon vor mir, der Säuremörder von Kiew. Die Presse wird hier zelten. Klaus, lass es uns schnell hinter uns bringen. Gerne. Was sage ich der Presse? Zelten im Präsidium verboten.
Diese Hunde. Bernhard, hier! Komm! Hier! Lauf drauf! Lauf! Lauf da rüber! Die Flanke! Schön rüber! Hier! Ja! Glotzen sie alle wieder. Organisierte Gruppe. Hypothese oder nur so ein Gedanke? An was dachten Sie, am Club? Könnte das sein? Kann sein, kann auch nicht sein. Wollen Sie sich lieber Ihre Arbeit machen und ich mache meine? Ich mache gerade meine Arbeit. Sie machen gerade meine Arbeit. Ihre Arbeit ist zuhören, verstehen Sie, Kamillentee trinken, mit Gebäck oder schnippische Berichte schreiben. So das Ganze, ne? Das mache ich auch, jeden Tag. Aber nebenbei natürlich. Ach so, nebenbei machen Sie das, ja? Ja, ich habe zu tun, verstehen Sie? Jetzt! Kriegen Sie diese Flecken? Die kriegte meine Mutter auch, wenn sie Frösche sah. Geht mir genauso. Wollen Sie mal bei mir mitmachen? Eine Woche? 3 Tage? Na, dann lieber 3 Tage. Ich freue mich. Herzschrittmacher, älteres Modell. Unterkiefer mit ein paar Zähnchen. Das ist, ja, ist klar, oder? Halswirbel. Wirbel. Hier. Schädeldach. Nicht von einem Menschen? Nein. Und wie viele? Ich vermute mehr als 10, aber weniger als 20. Frau Jung, haben Sie eine Prothese, eine Hypothese? Darf ich das mal haben? Hm? Das ist der Taktgeber des Herzschrittmachers. Schönes Ding, so ein Metronom. Macht nie Pause, wird nie krank, kriegt keinen Liebeskummer. Das kennen Sie nicht. Woher wissen Sie denn das? Ich trage einen. Und jeder hat eine Nummer und jede Nummer hat einen Namen. Ich würde sagen, wir haben jemanden identifiziert. Ja. Okay. Wann ist sie verschwunden? Vor 3 Jahren. Hier, füllen Sie das aus, bitte. Name? Schokobayala, Mpansa. Wie Schokolade? Schokobayala. Schreiben Sie es bitte, ja? Ja, ich komme gleich. Einen Moment, ja, einer nach dem anderen. Sie kommen gleich dran. Nachname? Ein Schäferhund hat keinen Nachnamen. Der nächste, bitte. Frieder Pöschel, Jahrgang 1930. 1987 wurde der Herzschrittmacher eingepflanzt, verschwunden 1990. Geh mal bitte nach hinten durch. Ihre Schuhe wurden am Förderufer gefunden, kein Abschiedsbrief, keine Angehörigen. Seit wann ziehen sich denn Selbstmörder die Schuhe aus, bevor sie sich ertränken? Ich fasse es nicht. Welcher Anfänger hat den Fall damals untersucht? Ach, das habe ich ganz vergessen. Erna Stiel aus Bottrop, Ilona Stegmann aus Laboe, Claudette Bernier aus Maastricht, verschwunden 91, 93, 97. Und das ist bemerkenswert. Alle Frauen,
sind verschwunden zwischen hier und hier. Draußen stehen eine Menge Leute, die alle ihre Angehörigen suchen. Wen suchen Sie? Ehemänner, Ehefrauen, Kinder. Eine ganz Liebe sucht ihren Schäferhund seit 3 Jahren. Ferner im Klo heruntergespülte Hamster. Es ist, wie soll ich sagen, als wäre die Hölle aufgegangen. Und die hier wird auch noch vermisst. Seit vorgestern. Doreen Winter, 19 Jahre alt. Sie lebt noch bei ihren Eltern. Die Eltern sind hier und warten. Seit vorgestern. Das ist schlecht. Ich löse meine Nachbarn auf. Das Wasser fließt zur Kläranlage, wird gereinigt und kommt dann zu Hause aus der Leitung. Hypothese oder Erinnerung? Wen suchen wir? Der oder die Täter? Erstmal nur einen. Gern. Männlich oder weiblich? Versuchen wir männlich. Gern. Er. Er hat einen höheren Plan, geht dabei aber unsystematisch vor. Kriterien wie Alter und Aussehen egal. Was schauen Sie mich dabei an? Der Täter will gar nicht wissen, wen er vor sich hat. Wahrscheinlich hohe Intelligenz. Er verfügt über Transportfahrzeuge. Mit Sicherheit hat er ein Haus oder eine Werkstatt, wo er ungestört arbeiten kann. Er hat vielleicht eine Vision. Er könnte der visionäre Typus sein, der Befehle empfängt, die seinen Taten vorausgehen. Oder der missionarische Typus, der glaubt, durch seine Taten größeres Unglück zu verhindern. Inzwischen hat er seine Methode verfeinert. Vielleicht hat er ein Kühlhaus, wo er seine Opfer aufbewahrt. Oder er buddelt sie irgendwo ein. Sie machen mir Angst. Möchten Sie einen Kamillentee? Weiter. Mit Säure löscht er alle Spuren von Tathergang, Methode und Motiv aus. Sehr schlau. Sehr schlau? Ja, und er ist gerade mitten bei der Arbeit und beobachtet uns. Wie macht er das? Er liest Zeitung. Er schaut fern. Vielleicht schaut er uns bei den Bergungsarbeiten zu. Dann suchen wir... mich. Komme ich ungelegen? Was haben Sie gerade gesagt? Ich möchte gestehen. Bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich richtig. Was möchten Sie gestehen? Darf ich mal? Das sind nicht alle, das sind viel mehr. Ja, wir fangen gerade erst an. Wer denn noch? Ich kann mich nicht an alle erinnern. Von denen da, wer ist ihr letztes Opfer? Das weiß ich nicht mehr. Diese? Vorgestern, erinnern Sie sich? Sie glauben mir nicht. Doch, doch. Wir werden uns bei Ihnen melden. Danke. Herr Sanderloh, sind Sie so gut und geleiten den Herrn zur Tür. Bitte. Noch eine Frage. Haben Sie ein Kühlhaus? Nein. Was haben Sie mit den Leichen gemacht? Das wissen Sie doch. Wenn Sie es mir bitte noch mal sagen. Hier steht's. Und wo haben Sie sie aufbewahrt? In Fässern. Wo haben Sie die Fässer her? Welche Farbe? Danke. Sie wollen mich nicht verhaften? Würden wir gern. Momentan sind wir ein bisschen knapp mit dem Personal. Verstehen Sie? Das nächste Mal. Es wäre so schön gewesen. Geschickt. Eine Herrenarmbanduhr, eine Lesebrille, ein Hüftgelenk, Zahnersatz, das geht in Gerichtsmedizin, ein Ohrring, 2 Haarspangen, das ist ein Auge. Der
kam zu uns und sagte, dass er Gott weiß, wen umgebracht hätte. Ihr habt also einen geständigen Mörder nach Hause geschickt. Einen Massenmörder. Und der läuft jetzt draußen rum und puncht mit Säure. Schauen Sie denn mich an. Er hat doch gesagt, ich soll... Er konnte sich an kein einziges Opfer erinnern. Kein Motiv. Er erzählte uns, was in der Zeitung steht. Er wusste nicht, woher die Fässer sind und welche Farbe sie hatten. Wen interessiert das, Klaus? Ich weiß auch nicht, welche Farben meine Socken haben. Was machen Sie hier überhaupt? Ich hatte Sie gebeten, eine Fallanalyse zu erstellen. Nebenbei. So, so. Können Sie das? Und wir wissen nicht mal, ob das da überhaupt den Opfern gehört oder nicht. Ich weiß es. Und Sie wissen es auch. Großfahndung. Sofort! Was wollen Sie jetzt mit mir tun? Was glauben Sie? Kommissar Seinerloh. Ich bin Klaus Borowski. Wir werden die Konversation aufzeichnen, Sie können aber auch schweigen. Haben Sie verstanden? Haben Sie mich verstanden? Nur der Form halber, wie ist Ihr Name? Ich bin Viele. Ihr Name ist Albrecht Maria Benz. Sie sind Pfarrer der St. Sophien-Gemeinde in Kiel. Wir haben in Ihren Koffer geschaut. Das ist Ihr Koffer? Ja. Da drin sind... Herr, wie war gleich Ihr Name? Borowski. Borowski, können wir diese dummen Kleinigkeiten übergehen und gleich zur Sache kommen? Ich bin hier, um zu gestehen. Gut. Was wollen Sie gestehen? Alles. Das finde ich prima. Bevor wir über alles reden und Sie alles gestehen, möchte ich nur wissen, was wurde aus diesem jungen Mädchen hier? Doreen Winter, Schülerin, 19 Jahre alt. Wird seit 2 Tagen vermisst. Wissen Sie, wo sie ist? Lebt sie noch? Sie trug einen Ring am mittleren Zeh. Sie haben... sie mitgenommen, in meinem Auto. Wohin sind Sie gefahren? Aufs Land. Zu meinen Schäfchen.
Ich habe Durst. Könnte ich einen Schluck Wasser bekommen, bitte? Gleich. Sie haben sie also gekannt. Sie stand an einer Landstraße. Sie wartete auf mich. In einer Autobahnauffahrt Richtung Hamburg. Ja, ich lade jetzt hier. Wir überprüfen alle Raststätten, Parkplätze zu und abfahren auf der A7 Richtung Hamburg. Sie hat auf Sie gewartet? Vielleicht. Waren Sie verabredet? Was glauben Sie? Nicht, dass ich... Ist der verrückt? Nein. Sein Wahnsinn hat dafür zu viel Methode. Er ist sehr klar. Nochmal Schladitz hier. Ja, Schladitz. Sind die Eltern des Mädchens verständigt? Wie? Angerufen? Ja, sind sie noch gesund? Ja, aber da muss doch jemand hinfahren, verdammt nochmal. Und schickt einen Psychologen mit. Bevor wir nicht wissen, wo sich dieses Mädchen befindet, lasse ich Sie hier nicht raus. Womit wollen Sie mich foltern? Hm? Zeigen Sie mir Ihre Instrumente. Ich kenne Ihre Dienstvorschrift. Ich nicht. Und wissen Sie was? Ich scheiß auch drauf. Hören Sie, die Eltern von diesem Mädchen sind in allergrößter Sorge um Sie. Das verstehen Sie doch. Oder? Sie sind doch Priester. In diesem Augenblick. All die Menschen. Was haben Sie mit ihnen gemacht? Milde. Ich bin sehr milde. Könnte ich vielleicht jetzt mein Wasser bekommen? Die blauen Fässer. Hören Sie, das ist doch langweilig. Sie waren doch dort, Sie kennen den Ort. Sie haben doch das alles gesehen. Haben Sie keine besseren Fragen? Zum Beispiel. Fragen Sie mich, warum bin ich gekommen? Warum bin ich gekommen? Muss ich wirklich Ihre Arbeit machen? Warum sind Sie gekommen? Weil Sie nicht zu mir gekommen sind. Verletzt das Ihre Gefühle? Wollten Sie, dass wir zu Ihnen kommen? Seit 3 Jahren leiten Sie eine Gemeinde. Mit großer Freude. Sie taufen Kinder. Sie trauen Ehepaare. Sie machen Telefonseelsorge, Jugendseelsorge. Sie spielen gerne Fußball. Ja, vergessen Sie die Sterbehilfe nicht. Ich begleite den Sterbenden. Sterben ist sehr anstrengend. Wussten Sie das? Und am Sonntag lösen Sie Ihre Gemeinde auf. Wo finden Sie Ihre Opfer? Das ist doch so einfach. Sie kommen alle zu mir. In Ihre Kirche? Hören Sie, ich bin wirklich sehr müde. Ich möchte jetzt nichts mehr sagen. Gut. Wir werden das erkennungsdienstlich behandeln lassen. Morgen früh werden Sie dem Haftrichter vorgeführt. Danach können Sie sich einen Anwalt suchen. Mein Anwalt ist bei mir. Dann rate ich Ihnen, Ihren Anwalt nicht zu belügen. Der Mann braucht einen Arzt. Dann wollen wir mal.
Hier ist ein Fußabdruck in der Scheibe. Wem gehört dieses Auto? Wir haben den Mann. Das ist Ihr Schuh. Nicht anfassen. Bitte. Die Sandale gehört Ihrer Tochter? Ja, natürlich. Das habe ich dreimal repariert. Hier, den Riemen habe ich angeklebt. Was ist denn das für ein Mann, zu dem sie ins Auto gestiegen ist? Wir haben ihn gestern Nacht verhört. Und? Was sagt er? Er sagt nichts Konkretes. Nichts Konkretes? Was soll das heißen, Sie Arsch? Bitte, Helen, beruhig dich doch. Sei still. Gut, wir gehen jetzt zu ihm und fragen ihn, wo Doreen ist. Besser nicht. Ja, warum denn nicht? Das ist sicher ein netter Mensch. Vielleicht hat er Doreen ja irgendwo hingefahren. Es ist ihr ja nichts passiert. Das würde ich spüren. Sag was, Hermann. Nichts ist ihr passiert. Das weiß ich. Das wüsste ich. Bitte kommen Sie. Ich kenne ihn. Das ist der Wagen von Pfarrer Benz. Stimmt's? Ja. Ist Helen, ist alles halb so wild. Der Pfarrer ist nämlich eine Seele von einem Menschen. Mädchens, das Sie vorgestern mitgenommen haben, würden gerne wissen, wo Ihre Tochter ist. Ich sagte Ihnen schon, ich weiß es nicht. Wo wollte sie hin? Wo stieg sie aus? Helfen Sie mir! Gestehen Sie! Ich helfe Ihnen, so gut ich kann. Also, worauf warten wir? Was hatte sie vor? Da sollten Sie die Eltern fragen. Was macht man nachts im Beichtstuhl ganz allein? Ich bin nicht allein. Ich unterhalte mich. Worüber? Alles Mögliche. Mit wem? Mit Gott. Oft mit Menschen, die Sorgen haben. Menschen, die Angst haben. Die zu mir kommen, Gott suchen. Menschen. Wie ich? Mhm. Wovor habe ich Angst? Dass alles sinnlos ist und all die Mühe vergeblich. Das ist wahr. So ist es aber nicht. Es ist nichts vergeblich. Es ist nichts ohne Sinn. Und keine Mühe ohne Lohn. Und was ist der Lohn? Die Belohnung besteht darin, der Bestrafung zu entgehen. Warte. Und ich glaube Ihnen kein einziges Wort. Handeln Sie. Handeln Sie, als hätten Sie Glauben und er wird Ihnen gegeben. Kommen Sie nicht mit? Ein andermal. Geschlossene Muschel mit Perle, keine schlechte Analyse. Danke. Aber in einem Punkt. Der wäre? Was ist sein Motiv? Reinwaschung der Welt, Erlösung,
Befriedigung seiner eitlen sadistischen Fantasien. Apropos, warum stecken wir im Fahrstuhl? Warum hört er plötzlich auf mit dem Morden? Einfach so. Und stellt sich. Ich spekuliere mal. Hm? Um mit seinen Taten zu prahlen und sich hier als Jesus aufzuspielen. Vielleicht ist ihm auch einfach die Säure ausgegangen. Scherz. Da sagt er doch einfach zu mir, warum sind Sie nicht früher gekommen? Er ist narzisstisch, extrem eitel, er ist zornig. Ja, er war sauer, dass wir nicht zu ihm gekommen sind früher und dass wir es nicht verhindert haben. Wenn er das wollte, warum hat er das Töten nicht einfach gelassen? Weil er es nicht lassen konnte. Oder weil er lügt. Sagt wer? Mein Knie. Alte Sportverletzung, es juckt, wenn mir einer ins Gesicht lügt. Hier. Diese Frau? Diese Frau. Und von wo kamen Sie? Von da. Hier habe ich mir sie auf die Schulter gelegt und bin da durch. Gibt es immer noch kein Lebenszeichen von der vermissten Doreen Winter? Sie ist seit dem vergangenen Samstag verschwunden. Gesehen wurde sie zuletzt auf dem Autobahnzubringer zur A215, wo sie in den silberfarbenen Saab des mutmaßlichen Täters eingestiegen ist. Die Kriminalpolizei bittet um ihre Mithilfe. Wer hat Doreen Winter?
Wir haben genug gesehen. Er wird Sicherungsverwahrung bekommen für den Rest seines Lebens. Das ist doch das, was er weiß. Er hat sich seine eigene Kirche gebaut. Du nuschelst. Ich verstehe kein Wort. Er lügt. Er lügt, er lügt! Er lügt mich an! Oh boy. Wahnsinn ist ansteckend, ich wusste es. Ich gehe besser nach Hause, bevor du mich infizierst. Wir übergeben die Sache der Staatsanwaltschaft. Sollen die sich doch damit rumschlagen? Ist ja ekelhaft. Nur wir zwei. Wohin fahren wir? Das 11. Gebot. Du sollst nicht fragen. Das kannte ich noch gar nicht. Sie kennen vieles noch nicht. Steigen Sie aus. Haben Sie Angst? Sollte ich? Kann nicht schaden. Kannst du mich von hinten erschießen? Was jetzt? Erlösen Sie mich. Wie? Das ist doch das, was Sie tun. Ihre Mitmenschen erlösen. Warum diese Eile? Sie werden erlöst, wenn Ihre Zeit kommt. Niemand schaut zu. Sie vergessen Gott. Der hat auch zugeschaut, als Kain seinen Bruder erschlug. Er hat Ihnen zugeschaut, als das Mädchen in ihr Auto stieg. Und er schaut immer noch zu. Er schaut zu, wenn Sie töten. Und er hört zu, wenn Sie beichten. Und jetzt sind wir beide hier. Also! Sie haben nichts zu verlieren. Sie bekommen sowieso lebenslänglich mit Sicherungsverwahrung. Das ganze Programm. Ist es einfacher zu predigen, als zu handeln? Los! Los! Machen Sie schon! Wenn Sie den Mut haben. Angst? Vor der Hölle? Wo ist sie jetzt? Die große biblische Selbstherrlichkeit, die sich keiner ausdenken kann. Jetzt nicht schwach werden. Ich vergebe Ihnen. Sie haben mir gar nichts zu vergeben. Aufschneider, Sie sind ein Lügner. Ein Feigling. Nichts davon haben Sie gemacht. Wer hat Ihnen gebeichtet? Wer hat Ihnen das alles erzählt? Es gibt Dinge, die sind nicht von dieser Welt. Ich find's raus. Das ist Ihr Beruf, zu schweigen, Ihr verdammtes Beichtgeheimnis. Und ich find's raus. Und dann sind Sie vielleicht frei. Sie tun mir leid. Sie sind ein guter Polizist. Weil es zum Priester nicht gereicht hat. So bescheiden. Könnten
könnten wir diesen Kelch eventuell an mir vorübergehen lassen? Den haben Sie sich gefüllt, mein Lieber. Den trinken Sie auch aus. So sehen Sie das. So sehe ich das. Kennen Sie mich noch? Bitte, Herr Winter. Wir finden Ihre Tochter. Ich bin sicher, sie lebt. Meine Frau und ich kommen sonntags zu Ihnen in den Gottesdienst. Sie kennen uns. Nein, nicht. Hier, meine Tochter. Sie haben sie mitgenommen. In Ihrem Wagen. Ja. Sie haben ihr nichts getan. Oder? Herr Winter. Ich habe Ihrer Tochter nichts getan. Ich würde Ihnen so gerne glauben. Aber irgendwie... Irgendwie... Irgendwie glaube ich, dass Sie meine Tochter umgebracht haben. So schnell geht das. Oder wenn Sie ein bisschen müde werden, Herr Winter. Entschuldige, ich hatte solche Angst, du lässt mich nicht. Ich wollte mich melden, ehrlich. Oh Mann, was ist denn hier passiert? Gewesen. In der Bretagne. Am Meer. Es hat die ganze Zeit geregnet. Es war total beschissen. Ich wollte einfach mal weg. Und du lässt mich ja nie. Gestern habe ich mein Foto in allen Zeitungen gesehen. Klaus? Er lebt. Wirklich? Unsere Doreen ist wieder aufgetaucht. War im Urlaub. In der Bretagne hat es geregnet, sagt sie. Allerhöchsten Maße unprofessionell. Wir wissen nur, dass er dieses Mädchen nicht umgebracht hat. Und wenn du auf die abartige Idee kommst, dich von ihm umbringen zu lassen,
Ja, dann verfällt dein Rentenanspruch, Lars. Er hat die Schuld eines anderen auf sich genommen, auf sein Beichtgeheimnis. Das ist alles. So? Würde er dann nicht darüber schweigen? Jetzt hör mir mal gut zu, Klaus. Selbst wenn das alles so wäre, bleibt doch die Frage, für wen tut er das alles? Na Mensch, das ist die Frage. Warum nicht gleich so? Das ist sie. Anderer kam hierher. Er hat ihm alles gebeichtet. Eine ganz simple Frage. Wenn mir einer einen Mord gesteht, warum gehe ich dann nicht zur Polizei? Ist er ja. Warum sage ich, dass ich es war? Das Beichtgeheimnis ist heilig und darf um keinen Preis gebrochen werden. Auch nicht, um einen Mord zu verhindern. Ohne Ausnahme. Darauf steht die Exkommunikation. Gut, ich sage also, dass ich es war. Ja. Woher habe ich dann die ganzen Einzelteile? Den Herzschrittmacher? Sie wurden ihm hierher gebracht, in den Beichtstuhl. Das Mädchen. Warum sagt er nicht einfach, es geht ihr gut, ich habe ihr kein Haar gekrümmt? Hätten wir ihm geglaubt? Hören Sie mich? Sie werden gesund.
Sie ist wieder da. Das Mädchen, das Sie mitgenommen haben. Sie wäre einfach nur abgehauen. Ihr Vater ist in Haft. Er bittet Sie um Verzeihung. Warum haben Sie geschwiegen? Sie wussten doch, wie die Eltern leiden. Können Sie antworten? Okay. Einmal heißt ja, zweimal heißt nein. Wissen Sie, wo ich den gefunden habe? Können Sie mir sagen, wen ich suche? Wissen Sie es überhaupt? Sie wissen es gar nicht. Ich muss ihn finden. Er saß heute wieder im Beichtstuhl und hat auf Sie gewartet. Es ist doch ein Mann. Oder? Haben Sie ihm die Absolution erteilt? Das konnten Sie nicht. Weil Sie wissen, er tut es wieder. Und er weiß, dass Sie schweigen. Das haben Sie längst herausgefunden, stimmt's? Sie sind ihm nachgefolgt. In die Kanalisation, richtig? Sie haben ihn nicht gefunden, aber Sie haben die Orte gesehen, die er Ihnen beschrieben hat. Und er lebt dort unten irgendwo. Und er wird wieder jemanden töten. Wie können Sie es mit Ihrem dienstlichen Gewissen vereinbaren, mir nicht zu helfen? Wo steht geschrieben, man soll das Unrecht zulassen? Wo steht, du sollst schweigen? Was ist, wenn er da unten auf uns wartet? Dann laufen wir. Ich fange mal Schlade zu. Nee. Wieso? Nee, der lässt uns nicht. Vielleicht sollten wir dann auch lieber nicht da unten reingehen. Handle, als hättest du Glauben. Und er wird dir gegeben. Und wenn Sie Ihre Fingernägel aufgegessen haben, organisieren Sie doch mal ein paar Lampen. Was ist denn das für ein Ton? Was läuft denn zwischen uns? Zwischen uns läuft gar nichts. Niente. Es ist rein dienstlich. Gut, dann bleiben wir auch rein dienstlich. Und sparen uns das Persönliche aus. Okay? Okay. Nein.
2 Taschenlampen, 2 Funkgeräte, 2 Stirnlampen, UV-Spray und 2 MZA-Anzüge. Herr Borowski hat sich eine verkleinerte Kopie der Karte anfertigen lassen. Was für eine Karte? Die Kanalisation. Die hier? Ja. Gut. Wir warten noch. Und dann? Und dann, Sie können gehen. Jung! Sagen Sie mir bloß nicht, Sie wissen nicht, wo die beiden sind. Irgendwo da unten. Und er hat Ihnen nichts gesagt? Nein. Bin ich denn nur umgeben von Abenteurern und Idioten? Und Ihnen. Sie können gehen. Wir gehen rechts. Ich finde, wir sollten nach links. Ach ja. Wir sollten aufhören, uns hier zu treffen. Wir sind sehr nah dran. Wir haben überhaupt gar keine Chance, hier etwas zu finden. Dann verschwinde. Ich mach's alleine. Herr Borowski. Ja? Sie sind ein selbstgefälliges, borniertes Arschloch. Danke. Sie sind ein Waschlappen. Wollen wir vielleicht weitersuchen? Ich bin 15 Schritte hinter Punkt 19.
Waschlappen an Arschloch. Waschlappen an Arschloch. Herr Borowski. Herr Borowski? Sagen Sie jetzt nicht, dass Sie verschwunden sind. Das ist Silber. Er lebt, aber es geht ihm sehr schlecht. Verstehen Sie mich? Schön haben Sie es hier. Wirklich. Wohnen Sie schon lange hier? Vielleicht ein bisschen feucht, was? Sie gehen immer zur Beichte, nicht wahr? Sie getan hat. Seiner noch! Verbinden Sie mich schnell mit der KDF! Er hat alles auf sich genommen. Alles. Er ist bereit, für Sie ins Gefängnis zu gehen. Ein Leben lang. Er kommt zu uns und er erzählt, was er getan hat. Wie finden Sie das? Thank you.
Okay. War eine Blödheit, war dumm. Jetzt sie suspendieren, in Säure auflösen und der Rest wandert in den Sondermüll. Herz ein Hallo. Hier irgendwo waren wir. Einsatzleiter an Gruppe 2, Frage Standort. Entwässerungskanal in B12. Da sind zwei Gänge. Suchen Sie nach einer weißen Markierung an der Wand. Da ist ein Pfeil. Bücher. Haben Sie die alle gelesen? Was machen wir jetzt, wir beiden Hübschen? Die suchen mich doch längst und bald werden sie uns hier finden. Er wartet auf Sie. Wir gehen in die Klinik. Ich bringe Sie dorthin. Dort können Sie reden. Sie können beichten. Ich verspreche es. Was ich getan habe umsonst? Ich bin hier! Es ist alles gut! Also. Thank you.
haben einen Abschiedsbrief gefunden. Von Frieda Pöschel. Ein Abschiedsbrief? Ein Abschiedsbrief. Frieda Pöschel schrieb ihn 1990, bevor sie in die Förde sprang. In ihrer Handschrift. Lässt sich einen sündhaft teuren Herzschrittmacher einpflanzen und springt dann in die Förde? Na also, was sage ich denn dazu? Und wie kommt dieses Ungeheuer zu diesem Brief? Er war in einer Handtasche. Hm. Und das hier? Gehörte einem LKW-Fahrer. Verunglückt 1978 auf der Autobahn nach Lübeck. Das Bein wurde nie gefunden. Schlamperei. Dann war der also auch schon tot. Was heißt das, Klaus? Das heißt, dass er ihn nicht umgebracht hat. Ich glaube, er hat überhaupt niemanden umgebracht. Nicht? All diese Menschen? Er sammelte alles, was zu ihm kam. Menschliches Treibgut, gewissermaßen. Och, Klaus, das ist doch jetzt Kanalisationsprosa. Das mag ich nicht. Wir werden Fall für Fall aufrollen. Weißt du, was das heißt? Och, wie mühsam. Wie mühsam. Was sagt er denn? Nichts. Er spricht nicht mit uns. Wir wissen nichts über ihn. Wir wissen nicht, was ihn da unten hingeführt hat. Noch was er getan hat, ob er überhaupt irgendetwas getan hat. Wir haben nichts gegen ihn in der Hand. Wie bitte? Nichts. Er ist zwischen 30 und 45 Jahren alt. Er hat wahrscheinlich mehr als 15 Jahre da unten gelebt. Die Säureverletzung war vielleicht ein Unfall. Vielleicht Misshandlung, Nationalität, Südeuropäer. Und wenn er die Bücher gelesen hat, die wir bei ihm gefunden haben, dann ist er Akademiker. DNA und Fingerabdrücke stimmen mit keinem Eintrag in unserer Kartei überein. Warum sagt er nichts? Ist er stumm oder tut er nur so? Er bringt dem Priester in den Beichtstuhl, was er in der Kanalisation fand. Der Priester denkt, einem Verbrecher gegenüber zu sitzen. Also ein Missverständnis. Willst du sagen, es war ein Missverständnis? Ein tragischer Irrtum, mindestens. Oh, ich mag das nicht. Wir sind also am Anfang. Wie immer. Wo sonst? Amen. Das war jetzt ironisch, oder? Wie immer. Was sonst?